Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute im Westend. Grund meines Hierseins ist Besuch bei Bernhard Springer. Dieser Mensch hier, der zum einen Vorstand ist in der Münchner Künstlerverein, Doku e.V., oder habe ich jetzt falsch gesagt, Doku oder Doku? Doku. Und ich wollte mich heute mit ihm über ein Thema unterhalten, das in erster, sagen wir, bei der ersten Betrachtung nicht so zusammenpasst, nämlich Kunst und Krieg. Aber wenn man mal ein bisschen in die Tiefe geht, das eine, das andere zwar nicht bedingt, aber der Krieg doch einen gewissen Einfluss auf das künstlerische Wirken hat. Man hat in der letzten Zeit öfters mal gehört, dass Leute die Frage gestellt haben, kann man in solchen Zeiten, wo in Europa Krieg ist, noch Kunst machen, vor allem auch Kunst auf die Bühne bringen? Kunst ist ja jetzt für mich als Künstler nur eine Art, meine Art, auf die Umwelt zu reagieren. Und was mich beeinflusst, ist natürlich, wenn Ereignisse, wenn Krieg stattfindet, ist das natürlich ein sehr starkes Erlebnis und Ereignis, und da werde ich reagieren, wie jeder reagiert. Aber normalerweise ist das ja so, dass man Abstand braucht. Also ich werde nicht gleich als Künstler und auch nicht direkt. Also jetzt zum Beispiel ist ein Video, das Video von Rammstein zum neuen Album. Zeit. Also okay, von der ja, Rockband. Ja, da denkt man, das ist eine direkte Antwort auf die Ukraine, auf den Ukraine-Krieg. Ist es aber nicht, das ist viel früher entstanden. Aber das tut man dann gerne immer ein bisschen prophetisch. Die hätten das. Das ist aber nicht so, das ist, es ist einfach etwas, man reagiert dort. Und da kann sein, es ist einfach, die Zeit ist halt gerade so, das war sowieso in der Luft. Aber meistens reagieren Künstler erst mit Abstand. Was passiert dort zurzeit? Hat sowas wie ein Krieg jetzt in einem nicht allzu fernen europäischen Nachbarland die Künstler und die Kunstszene eher eingebremst? Oder schiebt das an und bringt das die Leute eher in die Situation, wo man sich überlegt, was kann ich tun, was muss ich tun? Ja, es ist natürlich so, ein Künstler ist auch nur, oder eine Künstlerin ist auch nur ein Mensch. Also man reagiert dann natürlich auch ein Mensch. Also wenn ich jetzt denke, Roland Hefter hat dann gleich erstmal so eine Sammlung organisiert und eingesammelt und ist zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren, um da zu helfen. Also ja, man ist natürlich alles. Es gibt auch riesige Diskussionen. Kann man jetzt zum Beispiel mit Kunst darauf reagieren? Und es gibt natürlich auch dann auch die Meinung, dass das verwerflich ist, wenn man sozusagen sich das Leid von anderen antut oder damit beschäftigt, was mich ja jetzt nicht direkt betrifft, aber ich bin natürlich auch davon lahmgelegt oder so. Und dann gibt es bestimmt auch welche, die dann mit Aufmerksamkeit, um Aufmerksamkeit heischen oder so. Aber generell ist das schon... da sind die Künstler auch nicht anders. Und wie gesagt, ihr Ausdrucksmittel der Künstlerinnen ist, dass sie mit Kunst reagieren. Aber wir werden das nicht so sehen, dass es gleich 1:1 ist. Ja. Und funktioniert ja auch meistens nicht. Weiß Gott, den Hefter angesprochen haben, das funktionierte eben schon. Ja. Der durch seine Bekanntheit, durch seinen Bekanntheitsgrad, genau, hat er da was in Bewegung gesetzt. Genau. Ne? Was im weitesten Sinne ja durchaus hilfreich gewesen ist. Oder dann haben sie jetzt natürlich ein Solidaritätskonzert gemacht. Ja. Das ist natürlich schon richtig. Und damit, aber jetzt, Kunst heißt ja in dem Sinne, wird er Lieder dazu machen. Ich war bei dieser Geschichte mit dem Hefter dabei. Ich habe für den einen Lastwagen gefahren. Okay. Ja, mein Führerschein wird gerade umgeschrieben. Ich habe auch noch einen LKW-Führerschein. Also hochinteressant gewesen. Machen wir mal eine kleine Pause, Damen und Herren, und dann reden wir ein bisschen zu dem Thema. Ich habe auch jetzt vor, wann war es, am Freitag, habe ich aus der Ukraine ein kleines Filmchen bekommen von den Leuten, die unsere Sachen dort unten bekommen und verteilen haben. Das können wir uns dann auch noch anschauen. Also eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der
Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, wir sind also bei dem Künstler, der dieses Bild gemacht hat heute, Bernhard Springer. Prager Frühling, man, das muss man wissen, weil man kennt es nicht gleich, Herr Springer. Ja, es ist eigentlich so ein ikonografisches Bild, Foto, was man kennt, wo er da das ist allerdings in Bratislava. Mhm. Ja, aber während die Russen dort einmarschiert sind und er tut dann seine zerreißen die nackte Brust und das ist das Rohr des Panzers, da tritt er dem entgegen. Das ist praktisch das, ja. Die Kanone. Sie waren ja selber mal bei den Panzer gewesen, gell? Wehrpflicht oder was haben Sie gemacht? Ja, das war ein anderes Leben. Ja, ich war anderes Leben. Ich war Zeitsoldat. Ja. Was ist jetzt zwei? Ja. Es ist interessant, als ich zum Beispiel 77 zum Studieren nach München kam, bin ich auch irgendwann in Grün in der Geschäftsstelle gelandet. Ich glaube, das war im Sendlinger Tor. Ja, haben die da immer. Ist da immer noch? Das ist immer noch, ja. Genau, und da habe ich damals, das war interessant, da, also die waren nicht nur stark im Pazifismus, ich habe dann ein Dossier gefunden über Verteidigungspolitik. Und ich war bei den Panzern und da hatten sie sich wirklich fundiert da auseinandergesetzt. Das hing wahrscheinlich mit Bastian auch zusammen, dass dieses Thema besetzt war. Einer der Gründer, der General Bastian damals. Mhm. Und da war zum Beispiel, standen Sachen drin, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, dass man zum Beispiel keine Panzer braucht, wenn man eine Verteidigungsarmee hat. Panzer sind reine Angriffswaffen. Ja, und da wurde zum Beispiel gesagt, wenn wir echte Verteidigungspolitik machen wollen oder das für notwendig halten, dann sollten wir die doch alle mit Panzerfäusten oder damals hatten wir Milan. Ja, ja, diese Raketen da. Boden oder Bodenluft, die kann jeder auf die Schulter nehmen. Ja, ja. Und damit können wir unser Land verteidigen. Aber Panzer, die kosten nur einen Bruchteil. Ja, aber warum gibt es immer nur Panzer? Das ist eine Frage, die sich viele stellen. Ist das irgendein Männlichkeitsattribut? Also sehen wir hier diesen Ritter da gemalt, der hat ja auch einen Panzer an. Verstehen Sie? Braucht ein Mensch einen Panzer, wenn er sich besonders männlich fühlen möchte? Oder warum gibt es dieses anachronistische Teil immer noch? Die Russen haben ja immer noch diese Panzer. Ja, das ist natürlich, das hängt jetzt mit diesem, deswegen habe ich dieses Bild auch gemalt, das hängt mit diesem Konzept, das hat der Teveleit ja in seinem Buch Männerfantasien da ausgebreitet, dass der unvollendete Mann im Endeffekt diesen Panzer braucht und das abwehrt. Eigentlich muss sein Inneres, was eigentlich im Fluss ist, muss er zusammenhalten. Durch den Panzer. Und ja, und da hast du ja dann immer das männliche Prinzip, das weibliche und dieses Prinzip dieser Panzer und der Zerteilung und die Abgabe der Suche für eine Heimat, eine Panzerung zum Beispiel auch in dem Großkörper der Armee oder der für eine heilige Sache zu kämpfen und so, das ist halt immer noch bestimmt und prägt. Hat das aber was mit der Abgabe von Verantwortung zu tun? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, es ist natürlich, das hast du auch beim Breivik, das sagte ja auch da zum Beispiel mit diesem das Lachen der Täter, warum findet das so dort statt oder was hat das zu bedeuten und so. Und das ist natürlich sozusagen, wenn ich für eine höhere Sache kämpfe, das kann sein, was will, dann habe ich das Recht, auch Unrecht zu begehen oder etwas. Es ist ein super Argument. Ja. Aber ich kenne das. Ich kenne das. Naja, ich meine, aber da setzt natürlich Kunst an. Kunst ist ja eigentlich aufzuzeigen, etwas darzustellen, etwas sichtbar zu machen. Ne? Ja, genau. Und da geht es dann auch weniger. Also es gibt natürlich zum Beispiel die Schlachtenmaler, die Kriegsmaler oder so etwas. Da geht mich. Ich meine, ich bin Realist. Also und zu mir, wenn ich mich mit der Realität auseinandersetze, also Gilbert und George haben das mal nett gesagt. Also wenn ich mich mit Realität auseinandersetze, dann entstehen nicht immer nette Bilder dabei. Ja, Schönheit, das habe ich erst lernen müssen. Schönheit hat nicht unbedingt was mit Kunst zu tun, Damen und Herren. Es muss nicht schön sein, was die Leute
bringen. Ja, genau. Aber das ist natürlich etwas, was, wobei dieses Bild, das ist interessant, das fanden alle so schön und so. Ich weiß nicht, was siehst du da drin? Kettenglieder, also, ja, Mann, also ich sehe da eigentlich nur so eine Kette, die sich zerlegt hat. Ja, da haben so die haben irgendwelche makrobiotischen Strukturen oder Sterne gesehen oder tanzende Derwische hat auch jemand gesehen. Was ist das? Ja, das ist natürlich, fanden das alle sehr, es war eine Weihnachtskarte, die fanden das endlich mal eine schöne Weihnachtskarte von mir. Und ich meine, das ist eine Luftaufnahme von der Kuba-Krise 1962, also wo die, damals hatten wir noch nicht Satelliten, also das sind sozusagen die, die Raketenstellungen von den Russen. Genau, und das sind die Spuren der LKWs rundherum. Manche haben da florale Muster drin gesehen. Ja, es ist halt alles relativ. Na, es ist so etwas, es geht tatsächlich, mir geht es natürlich um Wahrnehmung, also mir geht es nicht um Kriegsdarstellung, zum Beispiel hier in Gazastreifen, wo mich das fasziniert hat, dass da die Soldaten eigentlich mit diesen Sperren, mit diesen Betonklötzen eigentlich da verschmelzen, also es ist plötzlich gar kein Unterschied mehr zwischen Mensch und Objekt da oder so. Also das sind halt so Sachen, oder hier natürlich die Panzerung, wobei das natürlich noch dazu kommt, das ist eine Spielzeugfigur, ne? Also das ist hier der Ständer, auf dem diese Figur steht. Ja, aber das ist wieder typisch, dass man Krieg praktisch zum Spiel macht, damit es nicht ganz so schrecklich wird. Ich bedanke mich, dass Sie uns da ein bisschen Einblick in Ihre Reflexionen gegeben haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und jetzt muss ich noch eins machen. Jetzt zeige ich Ihnen noch dieses Filmchen kurz, das wir aus der Ukraine bekommen haben. Also wir sind ukrainische Armee und wir kämpfen gegen russische Aggressor. Wir bedanken uns die ganze freiwillige Helfer in Front Helfer Schwein, in Harry Höhler, Markus Lange und Roland Hefter, die was sich Mühe genommen, das ganze Zeug zu sammeln und uns verschicken. Nur mit eurer Hilfe, wir werden diesen Krieg siegen, damit sie auch ruhig leben können in Europa. Vielen Dank und tschüss. Дякуємо вам. Минулого тижня ми отримали 5 тірів допомоги. Сьогодні прийшло ще троє. Ця гуманітарна допомога дуже нам підсобила і допоможе Україні в перемозі над російським агресором. Слава нації! Смерть ворогам! Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von mplakat.